und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Das stellt Ihnen auch niemals ein Banker diese Frage, was haben Sie langfristig vor? Ist es bei Ihnen klar, wollen Sie die nächsten 10, 15, 20 Jahre da wohnen bleiben? Ja? Oder kann es sein, dass Sie sich beruflich verändern? Gut, das wissen Sie heute noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit kann man ja abschätzen und auch die Bereitschaft. Es gibt ja Leute, die sagen, ich wohne hier seit 50 Jahren, ich bleibe jetzt die nächsten 50 hier wohnen. Ja, andere sagen, wenn es gar nicht anders geht, würde ich auch, keine Ahnung, nach Bayern gehen. Ja? So, dann ist es unter Umständen wichtig, was machen Sie mit Ihrem Haus oder mit der Wohnung? Sagen Sie, Sie verkaufen sie. Dann haben Sie im schlimmsten Fall eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Sagen Sie, nee, ich mache das ein bisschen pfiffiger, ich vermiete die. Ja? Und kaufe mir da unten wieder was. Dann haben Sie mit der Bank keine Probleme, dann läuft das einfach weiter. Es sei denn, Sie haben mit der Wohnungsbaukreditanstalt finanziert, dann dürfen Sie das nicht. Ja, ja. So, oder Sie sagen, nee, ich will sie schon verkaufen, die Wohnung oder das Haus, aber die Zinsbindung läuft noch 5 Jahre. Vorfälligkeitsentschädigung will ich und kann ich nicht bezahlen. Dann können Sie bei den meisten Banken das Darlehen mitnehmen und sich irgendwo in Bayern ein neues Objekt suchen und sagen, jetzt macht einen Pfandtausch. Altes Objekt ist verkauft und dafür kriegt er neues. Dann müssen die zwar das Darlehen auch nochmal wieder alles prüfen, nehmen auch wieder eine Bearbeitungsgebühr, weil das auch zusätzlicher Aufwand ist. Aber sagen vielleicht in 80% oder 90% alles klar, machen wir, ja, kann abgewickelt werden. Da gibt es eine Bank, die mit einem, was ist das, Basketballspieler, ne? Ja? Die ist die letzten Jahre immer saugünstig gewesen. Ja, aber da habe ich den Fall gehabt, wo die Kundin sagte, Mensch, ich ziehe jetzt nach Bayern, ich will mir da jetzt ein anderes Haus kaufen. Da haben die gesagt, ja, machen wir. Aber wir berechnen 1% der ursprünglichen Darlehenssumme als Pfandtauschgebühr. Die haben für 330.000 gekauft, das war bitter. Ja? Andere Banken berechnen da auch was für. Zwischen 300, boah, und ich glaube das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe, waren 1.200 Euro. Ja, also deswegen, ne, der vermeintlich heute super günstige Darlehensanbieter kann unter Umständen dann teuer werden. Und das Blöde ist, das kann Ihnen vorher auch keiner sagen, aber man kann es zumindest ein bisschen einschätzen. Einige Banken, die eben auch einen direkten Kontakt mit dem Kunden haben und die auch sagen, wir haben nur ein Einzugsgebiet von 50 Kilometern, die behandeln ihre Kunden unter Umständen ein bisschen besser und ein bisschen kulanter als irgendeine Direktbank, die in Frankfurt sitzt, die den Kunden nie zu sehen bekommen. Die sagen, wenn er meckern will, kann man im Callcenter anrufen, da zahlt er auch noch ordentlich Gebühren. Und dann lassen wir ihn erstmal 20 Minuten in der Hotline schmoren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!